So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Geschichte fortsetzen, wir haben das erste Level geschafft und sind jetzt ein wahrer Zauberer. Hoffe ich. Also wir haben Zauberstab, einen Hut, eine Eule, was braucht man mehr? Oh, episch, ein Kessel. Neun Dreiviertel? Thorsten und Torben! Genie! Ich sag nur Cold Mirror! So ein Fisch! Oh, ein Frosch. Oh, ist die sexy. Oder was denken die? Hogsmeade. Spielt später noch eine große Rolle. Hey. Ja, Hagrid braucht eins allein, ist klar. Oh, die Spasten. Entschuldigung. Oh Gott. Hoffentlich gewinne ich was. Aha. Hufflepuff. Hoffentlich gewinne ich was. What? Yeah. Schwul. Also das Let's Play wird wahrscheinlich nicht jugendfrei sein wegen meinen Sprüchen, aber egal. Ja, Prost Neujahr, ne? Oh Gott, bewegende Brücken sind ja nicht Treppen, ne? Brücken sind in Naruto sehr bekannt. So, ich bin in meinem Zimmer in dem Gemeinschaftsraum. Ne, über dem Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Der Ofen explodiert erstmal, wenn ich hier reinkomme. Und es gibt wieder Geld, Geld, Geld. Okay, ich kann Viereck halten. Oder X halten, ist es hier ja auf dem Controller. Ist ja Xbox. Und dann kann ich meine Zauber kontrolliert auf irgendwelche Gegenstände werfen. Und es hat ganz kurz geleckt. Jetzt habe ich wieder 100 FPS, warum auch immer. Ich habe es auf 50 gestellt. Naja, das Spiel hat halt noch ein paar komische Dinge. PS! Oder PS, na toll. Als kurze Info. Ich bin im Moment in keinem Level drin. Deswegen gibt es auch keine wahre Heldenanzeige. Das hier ist die offene Welt sozusagen, also die Oberwelt von Lego Harry Potter. Und ich muss immer diesen Pfeilen folgen, um in die nächste Welt zu kommen. Okay, ich habe Ron freigeschaltet, wahrscheinlich fürs freie Spiel. Ah, okay, jetzt kann ich den kaufen. Okay. Ron ist wohl sehr selten hier, ne? Darf man nur spielen, wenn man freigeschaltet hat. Oh. Jetzt metzeln sie sich gleich ab, oder? Es ist mir scheißegal, wer hier gewinnt. So, was kann ich noch... Ja, toll. Wieder Bücher. Toll. Da schläft einer, den wecke ich jetzt einfach mal. Oh, Entschuldigung. Ups. Entschuldigung, erinnert mich so an die Super Meat Boy Corrupted Warp Zone, wie der gerade aussieht. Naja. Nom nom nom. Nom 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 nom. Oh, Füße. Nom 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 nom. Oh. Nom nom nom.
Okay, der mag also Kleidungsstücke oder Kleidung. Wenn ich dem zu nahe komme, passiert gar nichts. Ich kann auch nicht über ihn drüber springen. Der ist einfach so da. Ich kann aber das Bild hier umdrehen und den Zauberer dann abschießen. Dann verliert er nämlich seine Füße oder ja, Hosen. Ne? Der ist hier jetzt natürlich zensiert, ist die deutsche Version. In der USA ist das noch alles uncut. Da sieht man dann auch, was da zwischen seinen Beinen hängt. Aber ist ja Deutschland hier, alles geschnitten und zensiert. Das war natürlich nur Spaß. Das ist immer so. Ist ja ein Kinderspiel. So, Kinderspiel sage ich immer. Es gibt hier so viele Sachen, solche Secrets, ne? Und ich werde da definitiv nicht alle finden. Ja, ist ja gut. Ich sag dir ja. Ich kann dir gar nicht Hallo sagen. Dann geh doch. Dieser kopflose Nick da, der immer vor uns her schwebt oder gerade eben vor uns hergeschwebt ist. Oh, vergiss es. Der hinterlässt solche Münzen. Und die zeigen einem, wo es weitergeht. Das ist sehr nett gemacht, weil hier kann man sich echt verlaufen. Okay. Oh, geh mal weg, Hermine. Hey. Okay, ich wechsle mal zu Ron. Der hat ja seine Ratte Kretze. Und die kann hier durch solche Schächte klettern. Oh my goodness. Ah ja, genau. Okay, jetzt ist er da unten. Und wie auch schon vorhin, dem, wo wir die Hosen geklaut haben, den können wir... Ah ne, können wir nicht mehr. Müssen mit dem reden. So, der tut jetzt hier die Brücke ein bisschen verschieben. Und dann können wir weiter. Die können wir auch ein paar Mal treffen und zerstören. Aber eben, es hat so viele Secrets. Oh Gott. Ey, Gangster! Und was bringt es? Irgendwie gar nichts. Ja, hallo. Ja, ich muss erst noch Zaubersprüche lernen und deswegen gehen wir jetzt auch erstmal in den Unterricht. So, der ist ein bisschen lahm. Also wie gesagt, ist die Oberwelt. Hier gibt es keinen Heldenmodus oder wahren Zauberermodus. So, wir müssen da rein zu dem lieben Herrn, wie auch immer der heißt. Flitwick, genau. Wingardium Leviosa. Oh Gott, jetzt muss ich drei Schüler retten, wegen dir, du... Oh, Entschuldigung, Hermine. Wegen dieser Flachpfeife. Flachpfeife von Ron. So, einen hätten wir. Gut. Verpiss dich. Oh, was macht denn der da oben? Na, egal. Als nächstes die Tafel umdrehen und... Nochmal. Okay, bringt irgendwie gar nichts. Aber wir können jetzt endlich mal zaubern als Harry. Das ist doch unglaublich. Ja, toll. Super. So, so. Aha, okay. So, hier kommen wir zu einem der vielen Stellen, wo man Lego-Klötzchen zu Brücken verbauen muss. Das ist ziemlich, meiner Meinung nach, unausgereift manchmal. Manchmal, nicht immer. Manchmal klappt echt gut, aber es gibt auch Rätsel, da ist es wirklich fast unmöglich, weil die sich immer woanders platzieren, wo man eigentlich will. So. Ich verstehe nicht, wieso es jetzt nicht geklappt hat. Achso, ich muss den hier erstmal so, Bams. So. Genau,
Stimmt, hatte ich ja fast vergessen. Da fehlt ja noch die Kralle dran. So. So geht es. Und ich würde sagen, noch einer. Oder eine. Okay, ich habe sie jetzt geordnet und bekomme. Junge! Oh, scheiße, Junge! Ach, Junge! Da! Oh, nee. Ah, ja, genau. So, da drauf. Und dann noch den Kopf. Und noch den Speer. So. Und. Bams! Das hält. Das ist super. Wingardium Leviosa, nicht Leviosa, ne? Ihr kennt's. Einen goldenen Stein. So, und das war's dann mit dem Level. Es ist nicht so, dass Flitwick hier jetzt sagt, ihr könnt gehen, sondern wir können einfach von selber gehen. Die anderen müssen noch ein bisschen büffeln. Hallo, kopfloser Nick. Wenn man den irgendwie ausschalten könnte, dann wär's, naja, da unten, dann wär's vielleicht ein bisschen schwerer und das wäre mir eigentlich recht, aber okay. Hier seht ihr dieses Bild, ne, ihr seht es doch, ne? Unten blau, dann grün, dann gelb. Also blau habe ich gemacht. Jetzt kommt grün. Und danach kommt gelb. So, und wir können weiter. Oh, was war das? Lasst das Regal in Ruhe. Na egal. Habt ihr das auch gerade gehört? Da ist ein Krankenwagen direkt neben meinem Haus vorbeigefahren. Naja. Ich bin ja nicht krank oder so. Wohin? Oh ja. Jetzt wird's schön. Glaube ich. Hoffe ich. So, ich gehe mal. Oh. Swappen ist nicht sehr vollständig. Ja, ich gehe einfach mal weiter. Ja, geht gar nicht. Toll. Rätsel lösen, um ins nächste Level zu kommen. Das ist ja super. Super. Wenn ich nur wüsste, was ich jetzt machen muss. Ja, okay. Ich habe einen Schüler befreit hier. Aber krieg gar nichts dafür. Sehr nett, ehrlich. Wow. Eine Blü... Was will ich damit? In den Topf hier werfen oder was? Ich will das Ding nicht. Lass das Lot, Mann. Naja, ich geh mal. Ach so, okay. Dacht schon. Ja, jetzt geht es. Zwischensequenz? Ja. Es ist schon Halloween nach der ersten Unterrichtsstunde, ist klar. Arschloch! Der hat mich angeschmissen mit Scheiße. Da unten ist ein Troll. Hier! Ich mach euch kalt, Bams. Ah, Alter, der will mich fressen. Ah. Ich find's geil. Ruhe. Immer auf Dumbledore. Fresh D. Okay. Oh mein Gott. Aus dunklen Tiefen machen wir erst das nächste Mal, denn meine Zeit ist mal wieder um. Und guckt euch den an, der ist traurig da links unten. Ja. Vielleicht befreie ich dich ja noch. Wer weiß. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, Leute.